Im folgenden Video geht es um unsere gefliederten Freunde, die Vögel. Viel Spaß bei 9 Dingen über Vögel, die du noch nicht wusstest. Wieso können sie fliegen? Die Körper der meisten Vögel sind darauf ausgerichtet, möglichst leicht zu sein. Sie haben hohle Knochen, eine schnelle Verdauung und keinerlei überflüssiges Gewicht. Die Federn isolieren sie nicht nur vor Kälte, sie sind auch so gestaltet, dass sie zusammen mit der warmen Luft nach oben steigen. Diesen Auftrieb nennt man auch thermischen Auftrieb. Die Flugmuskulatur ist speziell ans Fliegen angepasst. Für den Flügelschlag beim Fliegen sind 2 besonders kräftige Muskeln verantwortlich. Der große Brustmuskel sorgt für den Abschlag und hebt so den Vogel nach oben. Und der kleine Brustmuskel sorgt als Gegenspieler für den Aufschlag. Doch nicht alle Vögel können fliegen. Was ist ein Vogel? Das Fliegen ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Es gibt Tiere, die fliegen können und trotzdem keine sind. Fledermäuse zum Beispiel, und es gibt Vögel, die nicht fliegen können, wie Pinguine, Strauße, Kiwis und Emus. Vögel haben vor allem den Körperbau gemeinsam. Sie besitzen 2 Flügel, einen Schnabel und Federn. Auch haben sie alle eine recht hohe Körpertemperatur, um die 42 Grad. Wer diese Kriterien erfüllt, darf sich Vogel nennen. Wo leben Vögel? Nun ja, Vögel gibt es auf der ganzen Welt. Sie leben in der Antarktis, im tropischen Regenwald, in der Steppe, in unseren Breiten, auf dem Wasser, und es gibt sogar Spezies, die beinahe ihr ganzes Leben in der Luft verbringen. Viele legen jedes Jahr tausende Kilometer zurück und einige kommen nur zum Brüten ans Land und bleiben ansonsten auf dem offenen Meer. Vögel passen sich an ihren Lebensraum an und einige haben sich sogar an das Leben in der Stadt gewöhnt. Raben können lernen zu sprechen. Dass Papageien lernen können zu sprechen, ist allgemein bekannt. Doch sie sind bei weitem nicht die einzigen Vögel, die menschliche Stimmen imitieren können. In Gefangenschaft können zum Beispiel auch Raben sich so sehr an die menschliche Stimme gewöhnen, dass sie lernen, diese perfekt zu imitieren. Könnt ihr euch vorstellen, wie erschrocken der erste Mensch, der je einen sprechenden Raben gesehen hat, gewesen sein muss? Wenn Wellensittiche gähnen. Kennt ihr das? Jemand in eurer Umgebung muss gähnen und ihr werdet sofort davon angesteckt? Nun, bei Wellensittichen ist das genauso. Das Gähnen soll Sauerstoff zuführen und das ist vor allem nötig, wenn wir müde sind. Dass Gähnen ansteckend ist, liegt wahrscheinlich daran, dass es den anderen signalisieren soll, es ist Zeit zum Schlafen. Dies gilt sowohl bei Wellensittichen als auch bei Menschen. Vögel und Dinosaurier. Jeder heutige Vogel gehört zur taxonomischen Gruppe der Theropoden und ist damit ein waschechter Dinosaurier. Die Vögel waren die einzigen Dinosaurier, die das Massenaussterben am Ende der Kreidezeit überlebt haben, wenn auch nur knapp. Nur 5% der damaligen Vogelarten sind damals übrig geblieben. Als die Nahrungskette auf dem gesamten Planeten vermutlich wegen den Folgen eines gewaltigen Asteroideneinschlags zusammenbrach, waren besonders die gleichwarmen Tiere gefährdet, da sie einen hohen Energiebedarf haben und viel mehr fressen müssen als wechselwarme Tiere. Der kleinste Vogel der Welt. Die kleinsten Vögel der Welt sind die in Nord- und Südamerika vorkommenden Kolibris. Ihre kleinste Unterart, die Bienenelfe, wird gerade mal 6 cm lang. Kolibris haben außerdem den schnellsten Flügelschlag aller Vögel, können in der Luft stehen wie ein Hubschrauber und sogar rückwärts fliegen. Selbst die allergrößten Unterarten werden niemals länger als 25 cm. 2 Meter große Pinguine. Zu den größten Vögeln, die je gelebt haben, zählen auch Megapinguine, die über 2 Meter hoch werden können. Die größte Spannweite hatte hingegen Argentavis magnificens mit bis zu 8 Metern. Man kann ihn sich vorstellen wie einen riesigen Geier. Der größte heute noch lebende Vogel ist der Strauß. Er erreicht fast 3 Meter von Kopf bis zu den Füßen. Warum sieht man so selten tote Vögel? Vogelkadaver liegen nur selten auf der Straße. Aber wieso sehen wir keine Vogelleichen? Und was passiert mit den Körpern nach dem Tod? Wenn Vögel alt werden, ziehen sie sich zurück. Sie fliegen an einen ruhigen Ort, wie zum Beispiel Hecken oder Parks. Zwischen all den Stöcken, Ästen und der feuchten Erde lassen Vögel los und sterben. Sterben Vögel ausnahmsweise im Herzen einer Stadt, weil sie gegen eine Glasscheibe fliegen oder von einem Auto angefahren werden, verschleppen oft Katzen, Marder oder Füchse den Körper und fressen ihn auf. Doch auch andere Vögel, vor allem Krähen, finden die Kadaver und vertilgen sie. Wer ist euer Lieblingsvogel? Markiert ihn unter diesem Video und sagt nicht der in eurem Kopf.